dabei kann es passieren, dass er dem Tier ein Bein abschießt. Und das Tier danach immer noch lebt? Oh, auf 3 Läufen kann es laufen. Zunächst einmal hat man Mitleid mit den Tieren, aber das wandelt sich irgendwann in Zorn gegenüber denjenigen, die ihnen das angetan haben. 22 Jahre lang wurde er gerufen, wenn ein Tier nicht richtig getroffen wurde und verletzt entkam. In dieser Zeit als Schweißhundführer hatte er täglich die Folgen von fahrlässigem Jagen vor Augen. Deswegen setzt er sich für eine tierschutzgerechte Jagd ein. An der Ausbildung muss sich etwas ändern. Es kann heute jemand seine Schießprüfung zum Jäger bestehen mit einer Trefferquote von 1/3. Und das ist selbst für einen Hobbyjäger zu wenig. Immer mehr Nachwuchsjäger greifen in der Freizeit zur Waffe. Für rund 2000 Euro gibt es den Jagdschein. Als Crashkurs in 3 Wochen. Sie hat ihn in 10 gemacht. Maren Paustian geht seit einem Jahr zur Jagd und übt das Schießen freiwillig. Das ist unerlässlich. Wer das nicht macht, ist eigentlich unverantwortlich. Geht dem Wild gegenüber, seinen Mitmenschen gegenüber. Kommt. 18.000 Jäger dürfen in Schleswig-Holstein schießen. Aber nur 15% trainieren ihre Zielsicherheit. Solche Nachweise wie in Skandinavien sollen im kommenden Jahr im deutschen Jagdrecht bindend werden. Dann sagen die älteren Herren, was schallert, das haben wir noch nie gemacht. Und warum das also ein neumodischen Kram? Aber eben im Hinblick, weil das auch nicht gang und gäbe war, früher zum Schießen zu gehen. Es ist auch nicht mehr geworden durch diesen tollen Schießstand. Wir haben nur eine Chance. Über den Schießnachweis, der gefordert wird. Und ich finde es ganz toll, wenn Revierinhaber damit anfangen. Und Sie wissen auch, denn als Revierinhaber sind Sie an dem Tag für alles verantwortlich. Auch für die Abgabe des Schusses Ihrer eingeladenen Gäste. Und es lebt sich natürlich leichter, wenn man Menschen einlädt, wo man weiß, die haben einen Schießfertigkeitsnachweis. Verantwortungsbewusstsein beim Schießen. Eine Charakterfrage. Und ein Appell an die Jagdleiter. Wer daneben schießt, muss dafür auch einstehen. Dazu gehört als Wertekonsens der Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes. Da drin steht, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen darf. Dafür setzt er sich weiter ein. Als Jäger und Tierschützer.